herzlich willkommen. Folge Nummer 28. Wir sind seit 4 Wochen schon dabei. Tja, wer hätte das gedacht? 4 Wochen ohne Golf. Bei dem Wetter auch noch. Ja, heute ist ein bisschen kühler, also wieder im Gewächshaus. Heute geht es um korrektes Ausrichten. Ja, ja, ein ganz spannendes Thema, wird man gleich sehen. Und wir machen auch wieder Dinge, die Paul gut findet. Ein Thema rund um Handschuh. Und jetzt gleich zum Tipp. Korrektes Ausrichten. Ja, das wollen alle richtig gut können. Und ich habe 2 Fragen. Zum einen, was ist überhaupt richtig? Und zweitens, wie macht man das eigentlich ganz genau, wenn man weiß, was richtig ist? Der Punkt ist natürlich, dass gerade nicht unbedingt richtig ist. Es ist ja nur dann richtig, wenn Sie in der Lage sind, jedes Mal absolut gerade auszuschlagen. Was ich ja nicht bin. Es kann sein, dass Sie es sind, aber ich bin es nicht. Und deswegen richte ich mich nicht gerade aus. So dass, wenn natürlich Leute mich auf dem Golfplatz sehen und sagen, oh Mensch, Paul, da hast du dich ein bisschen nach links ausgerichtet gerade da, sage ich, ja, genau, bewusst. Aus unterschiedlichen Gründen, vielleicht sind es rein taktischen Gründen, das ist klar, dass ich am Bunker vorbeiziele, nicht Richtung Fahne, sondern links oder so. Aber ich schlage den Ball vom Abschlag gerne mit einer Kurve nach rechts. Das heißt, ich muss ja in Anführungsstrichen falsch, also nicht Richtung Ziel, ausrichten. Zumindest muss man wissen, wo man sich ausrichtet. Und deswegen habe ich hier das hier vorbereitet im Garten. Ich habe 2 Stäbe hingelegt Richtung Dach des Gewächshauses. Und alles, was man machen muss, ist dafür sorgen, dass das einigermaßen richtig ist und dann die Ausrichtung machen und hier entlang gucken. Und Sie werden sehen, dass wenn Sie das selber machen, es wird euch vorkommen, als wäre es schief in irgendeine Richtung. Und dann wissen Sie, wie Ihr Versatz ist. Ja? Also ich gucke mal hier und sage, ja, das ist für mich absolut gerade. Ich mache mein Pre-Shot-Routine, gehe daran. Lege als erstes die Schlagfläche gerade aus und dann mache ich mich parallel zu diesem Stab und versuche mit meinen Augen eine Linie zu machen. Und weil ich eher ein Slicer bin, wirkt das mir zu weit nach rechts. Ich will eher so stehen, nach links, um gerade aufs Dach zu schießen. Mein Versatz. Ist das falsch? Nein. Und wenn Sie eine Drawkurve machen und Sie haben das gegenteilige Gefühl, das ist auch klar. Es ist übrigens auch so, dass meine Augen hier sind, ja, und gar nicht da. Insofern, sowas hier wirkt mir sehr viel mehr gerade als sowas. Viele von Ihnen würden denken, wow, das zeigt aber meilenweit nach rechts. Das ist ja vollkommen normal. Aber durch diese Art und Weise zu üben, können Sie Ihren Augen schulen, wo gerade ist, dass man merkt, aha, so würde ich in Richtung Ziel spielen. So, Ausrichtung ist nicht immer gerade. Jeder ist ein bisschen unterschiedlich. Den Versatz muss man taktisch verstehen. Aber es lohnt sich jetzt im Garten, diese Übung zu machen, um die Augen schon mal zu schulen. So, und jetzt zurück zu Dingen, die Paul gut findet. Übrigens, ich habe eine kleine Bitte. Wenn Sie das einigermaßen erträglich finden hier bei mir, wäre ich super dankbar, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und natürlich das Ganze hier teilen mit Ihren Freunden. So macht das ein bisschen mehr Spaß für uns allen. Vielen Dank. Ich habe so lange, wie ich denken kann, solche Handschuhe gespielt. Vollleder, Cabretta. Handschuhe und die fühlen sich einfach richtig gut an. Und ja, ich weiß, es ist Leder und Tiere sterben und sonst was, aber naja, Schuhe und Handtaschen und so weiter, das weiß ich nicht und das möchte ich jetzt nicht besprechen, sondern es gibt Anbieter von anderen Sorten von Handschuhen. So, meine persönliche Meinung und deswegen habe ich sie gar nicht dabei. Allwetterhandschuhe, also diese synthetische Dinge, nein, die kommen leider nicht bei mir an, weil das ist einfach zu dick, ein völlig anderes Gefühl und es unterstützt überhaupt nicht das Greifen des Schlägers. Insofern, ich frage mich,
wozu soll ich sowas haben? Also, wenn man Synthetische Handschuhe trägt, wegen Robustheit, wegen günstig und so weiter, lieber gar keinen Handschuh. So, dann Cabretta Leder. Und hier gibt es einen Hersteller aus der Schweiz, die mit Känguru arbeiten. Ich wüsste nicht, dass es so viele Kängurus in der Schweiz gibt, aber auf jeden Fall, das ist die Feel-Version. Und das verspricht hier, habe ich einen Rechtshandschuh natürlich besorgt. Das verspricht hier ein super Gefühl und ist auch möglichst robust. Und wenn ich das vergleiche, also hier so ein Ding, hier ist Känguru und hier ist Cabretta. Das ist, glaube ich, Ziege, oder? Ja, ich mache mich gleich schlau. Ich spüre schon den Unterschied. Und das ist ein sehr, sehr dünnes Leder. Das fühle ich. Und ja, das ist das, was ich mache. Ein ganz, ganz dünnes Handschuh, sodass ich sehr nah am Griff bin, fühle alles, was es zu fühlen gibt. Also, das ist das Ding für mich. Hier ist es nicht schlecht, muss ich sagen. Das hier aber ist schon ein bisschen dicker. Und wenn ich das angucke durch die Tatsache, dass es sehr viele Nähte gibt und so weiter, das fühlt sich schon ein bisschen anders an. Ich weiß, dass die robust sind, weil viele Jahre lang haben wir, als ich einen Pro Shop hatte, haben wir sie verkauft auch an den Leuten, die nicht so einen Handschuh haben wollten. Für mich, die sind auch nicht günstig, die kosten so viel wie diese. Und ja, okay, könnte man machen. Wenn man tatsächlich Robustheit sucht. Aber zum Thema robust. Der einzige Grund, warum man nicht einen Cabretta-Handschuh trägt, ist wahrscheinlich, weil man hier ein Loch daran macht. So, und das ist leider so, als würde man sich darüber beschweren, dass ich ständig Beulen in meinem Auto habe, weil ich gegen die Wand fahre andauernd. Weil, wenn man eben falsch greift, also zu viel in der Handfläche, so, und nicht in den Fingern, dann wird immer so oder so ein Loch hier kommen und dann ist es relativ egal, welche Handschuhe man trägt. Irgendwann ist es hin, auch wenn es so ein Ding ist oder irgend so ein Gartenhandschuh, so synthetisch Ding. So, ich würde sagen, kauf einen Cabretta-Handschuh, die sind besser. Callaway am allerliebsten natürlich. Und greif in den Fingern. Und das kann man jetzt in der Pause echt üben, dass man in den Fingern greift und man sieht das Stück hier. Dieser Muskel sitzt über den Schläger und Sie können dann folgenden Test machen. Daumen hoch und die unteren drei Fingern hoch. Und wenn der Schläger da bleibt, gehalten vom Finger und hier dieser Muskel hinten am Schläger, dann hat man es richtig. Das ist fest eingeklemmt und es gibt keine Reibung da. Und dann kriegt man eh kein Loch im Handschuh. Und wie gesagt, wenn das alles für einen zu blöd ist, dann eben wie Fred Couples ohne Handschuh.